Moin moin, meine lieben Seniors, meine lieben Senioritas und meine lieben Fabrikbesitzer. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn ich habe heute früh die E-Mail erhalten, dass mein YouTube-Kanal Seno über 1 Million Aufrufe bekommen hat. Und ganz ehrlich, das freut mich hammermäßig. Der ganze Support, der ganze Rückhalt aus der Community, das ist einfach großartig. Deshalb habe ich heute hier mal im Hintergrund ein bisschen flashy die 1 Million angezeigt. Ich meine, es sind schon jetzt 1.040.000 oder so Aufrufe, werden ja sekündlich, stündlich immer mehr, aber so siebenstellig sein ist schon ganz nice. Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Part wir sind, ich glaube irgendwie so 41 könnte das jetzt sein oder 47, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Part das jetzt hier ist. Auf jeden Fall möchte ich einmal ganz herzlich Danke sagen, liebe Leute. Ganz, ganz herzlichen Dank für den unglaublich großen Support. Ich hoffe, ich bin jetzt hier hörbar und sehbar. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Und würde mich freuen, wenn ihr einmal Rückmeldungen gibt, da beim Factorio Booten meinem PC ja gerne mal ein bisschen rumspackt, ob ich online bin und ob ihr mich wieder sehen und hören könnt. Ja, da wäre eine kleine Rückmeldung im Stream-Chat, im Twitch-Chat durchaus sehr schön. In der Zwischenzeit werde ich meine Kamera ein bisschen nach unten verschieben. Die ist an der falschen Stelle, sehe ich gerade. Interceptor TV, danke sehr. Das ist genau die Rückmeldung, die ich haben wollte. Danke dafür. Und muss das hier ein bisschen rüberschieben, ein bisschen runterschieben, ein bisschen nach links, ein bisschen runter. Und dann theoretisch. Muss ich das eh mal ändern? Moment. Ihr seht jetzt nicht gerade, was ich mache. Ist nicht schlimm. Da muss ich hin. Jetzt bin ich abgeglitscht hier. Da muss ich hin. So, jetzt passt das mit der Kamera. Und jetzt kann ich in der Webcam nämlich umstellen zwischen Sony Alpha und reingezoomt. Die Ansicht oder die Ansicht. So, aber ich will die Ansicht. Und dann ist der Rahmen aber schön. Ja, tausendfach besser. Und wenn ich jetzt Factorio wieder anmache, seht ihr oben auch die etwas gestochen, kleines Scheißvieh. Seht ihr auch den Status hier von unserer Forschung? Ja, da machen wir gerade den Umbrella Energy Beam Defense Facility. Warum? Weil im letzten Teil riesige Solarbeams die Hälfte unserer Basis geschnetzelt haben. Irgendwelche Solareklipsen haben halt wirklich riesigen großen Schaden in unserem Haus angerichtet. Jo, jetzt wieder, das ist gut. Schreibt mal bitte in den Stream, dass die Leute F5 drücken sollen. Einmal F5 drücken, bitte in den Chat schreiben. Meine Aufnahmesoftware ist halt gerade auch ein bisschen verbuggt. Ich sehe die ganzen Balken nicht. Ich sehe also nicht das Audio-Level meiner Stimme und des Spielsounds. Ich hoffe, ihr hört mich und das Game. Wenn eins von beiden zu laut oder zu leise ist, bitte Bescheid sagen. Ja, ich bin ein bisschen in Feierlaune, muss ich ganz ehrlich sagen. 1 Million Aufrufe bei YouTube, da habe ich lange viel gearbeitet. Und es ist schön, wenn es dann irgendwann endlich klappt, wisst ihr? Echt schön, echt schön. Ja, was ist denn jetzt hier in Factorio überhaupt los? Das ist die erste große Frage. Ist der hier auf automatisch gestellt? Ja, ist er. Sehr gut. Wir haben im letzten Teil irgendwas hier unten gemacht. Genau, wir haben unsere zweite rote Chips-Produktion an den Start bekommen. Was schon mal sehr gut ist. Läuft eigentlich auch ganz gut. Ganz im Ernst, ich könnte wahrscheinlich sogar noch eine rote Chips-Produktion darunter am Laufen bekommen. Weil wir sehen, ne, wir verbrauchen halt rote Chips so schnell, wie wir sie benötigen. Ja, und in Zukunft werden wir noch mehr rote Chips brauchen. Deshalb bin ich halt echt am Überlegen, ob ich hier unten noch eine Fabrik setze. Wie sieht denn das? Wir hatten das Kupfer repariert oder neu gemacht. Kupferplatten sind bei weitem voll. Die sind überzogen voll. Ja. Die sind ziemlich voll. Lagerhaus 24.000, 24.000, 24.000, 24.000 ist auch voll. Im Grunde hätte ich Lust, nochmal rote Chips zu machen. Ich will einmal gucken, wie sieht das denn mit den Dingen aus? Das sind nur noch 22.000. Ich glaube, davon stellen wir nicht mehr schnell genug her. Aber vom Platz her könnten wir hier noch Fabrikteile ranklatschen und dann würde das gehen. Also wir haben genug Plastik, genug Silizium und genug Glas.
dass wir einfach noch ein Jahr, dann machen wir das mal eben. Ich möchte gerne noch einmal rote Chips produzieren, weil wir haben die grünen Chips, die wir brauchen, wir haben das Kupfer, das wir brauchen und wir haben die elektrischen Komponenten, die wir brauchen. Das heißt, wir können quasi den hier komplett einmal noch hier unten ransetzen. Ungefähr sogar von mir aus so. Zack, 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 das sollte gehen. Wir haben keine Förderbänder im Inventar, das ist natürlich belastend. Und wir müssen einmal auf jeden Fall nochmal eine Lane grüne Chips hier rüber bekommen. Kupferplatten müssen wir aber gar nicht noch zusätzlich holen. Kupferplatten scheinen genug da zu sein. Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem noch einmal Kupferplatten holen, wobei der Platz hier sehr eng ist. Einmal grüne Chips kriege ich hier noch längs, aber das, dann hört es auch auf. Nee, ist okay. Wir holen uns eben Förderbänder und dann bauen wir da unten nochmal rote Chips auf. Ja, dann müsste die Forschung auch fertig sein. Hallo Bondinius, oh, er spielt ja wieder was Vernünftiges. Ja, mein lieber Freund, wir haben ja auch heute, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was zu feiern. Eine fucking Millionen Aufrufe auf YouTube. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ganz im Ernst. Kleines bisschen. Minimal. Nee, mich freut das wirklich, mich freut das wirklich. Ist ein Meilenstein, auf den ich lange hingearbeitet habe und von daher sind wir jetzt hier auch ein bisschen in Feierlaune. Wir brauchen noch Untergrundförderbänder, sehen wir. Die haben wir hier. Ah, nehmen wir 200 Stück mit, das passt schon. Jetzt haben wir, ne? Geht. Ich muss unbedingt nochmal Inventar loswerden. Ja gut, das eine gelbe Förderband können wir auf jeden Fall mal eben hier droppen. Gelbes Förderband. Nein. Die grünen Chips hier sind mittlerweile auch leer. Ja, komplett leer. Das heißt, wir können hier eigentlich so machen. Hier werden halt auch nicht so super schnell grüne Chips hergestellt. Ja, das ist einfach dem geschuldet, dass hier sehr wenig Holzi rauskommt. Auch das kann man theoretisch besser machen. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo massig Holz rumliegen. Nö. Ich dachte, ich hätte hier noch so eine Holzkiste. Naja, egal. Ja, gut. Dann fahren wir damit jetzt erstmal wieder runter. Aber... Ah, fuck. Ich gehe zu Fuß, ist ja okay. Bevor ich da unten jetzt die roten Chips aufbaue, will ich noch mal kurz gucken, ob ich wirklich genug grüne Chips herstelle. Ich dachte, ja. Ich dachte, ich habe genug grüne Chips, aber vielleicht täusche ich mich. Wir gucken mal eben. Wie sehen die Lagerräume denn aus? 13.000, 24.000, 24.000. Und hier unten 17.000. Das heißt, hier unten kommt nicht ganz genug hin. Dabei ist genug Kupfer da. Und es sind auch genug Steinplatten da und alles. Das heißt, theoretisch könnte ich das hier doch eigentlich nach hinten versetzen. Glaube ich. Ne? Und ich könnte den jetzt nach da und nach... Es wird knapp. Aber doch, im Grunde nach da und da durchlaufen lassen. Das müsste passen. Scheiß auf die Tablets gerade, die interessieren mich jetzt gerade nicht. Wenn ich nämlich jetzt hier einen Lagerraum hinklatsche. So, den Lagerraum mit Stone Tablets befülle. Das Ganze dann per Loader reinlaufen lass. Dann einmal, zweimal, dreimal, viermal wieder rauslaufen lass. Das alles einmal einsammeln. Müsste das, glaube ich, funktionieren. Kann das sein? Eckilein, wunderschönen guten Abend. Gar nicht gesehen, dass du da bist.
Hallo. Guck mal, dann läuft der da rein. Der läuft da rein. Dieser läuft da rein und dieser läuft da rein. Dann brauchen wir noch ganz viele Montagemaschinen. Die liegen hier rum. Schon dran vorbeigelaufen. So. Ich muss gleich unbedingt das Inventar mal aufräumen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich werde Ziegel und so weiter hier drüben mal kurz weglegen. Einmal, zweimal. Schon ist das Inventar ein bisschen besser aufgeräumt. Minimal, aber ist okay. Gut. Steht das jetzt hier oben alles? Warum fehlen mir hier Strommasten? Wahrscheinlich, weil ich die Blaupause falsch angesetzt habe. Aber Hauptsache, jetzt geht's. Ja, sieht gut aus. Grüne Chips kann ich auch einmal reinwerfen, dann ist das okay. So, dementsprechend wird jetzt hier einfach ein bisschen mehr produziert. Immer noch nicht unbedingt genug. Aber es ist ein bisschen mehr. Es ist schon besser. Na, hier oben fehlt noch der. Und dann ist gut. Ich glaube, es kommen nicht genug Dingens an, aber da können wir so regulieren. Vielleicht auch nicht. Problem ist, dass hier oben nur ein Förderband, ein zweites Förderband wäre eigentlich geiler. Guck mal, wir haben hier auch genug. Machen wir doch einfach so. So. Das müsste jetzt deutlich besser sein. Zack, 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 zack. Den brauchen wir dann logischerweise auch nicht mehr. Glaube aber, den brauchen wir dann doch noch. Ja, genau, so müsste das funktionieren. So müsste das funktionieren. Und jetzt werden hier wieder ein paar grüne Chips mehr hergestellt. Das ist doch schon mal ganz gut, oder? Was sagt ihr? Ist ordentlich, ne? So können wir das machen. Verbessern kannst du das immer noch, aber scheißegal. Hier unten staut sich die Steinplatten und wenn wir unten gestaute Steinplatten haben, kommt hier oben halt dementsprechend mehr durch. Jetzt kommen allerdings nicht mehr zwei ganze Förderbänder. Das ist nicht unbedingt ein Problem, aber das müssen wir berücksichtigen. Und dementsprechend bauen wir dann hier nochmal ein paar mehr. Hälfte packe auf die kurze Seite. Und dann passt das. Zack. Guck, schon kommt hier mehr durch. Anderthalb Rot ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei, ist aber schon deutlich besser. Der darf noch auf die lange Seite legen. Na, anderthalb Steinseiten kommen hier jetzt an. Wird immer noch alles komplett durchgenuschelt. Das heißt, hier werden einfach nicht alle arbeiten, weil wir ein bisschen zu wenig Steinplatten immer noch haben. Kriege ich das hier jetzt so auf Anhieb noch besser hin? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich meine, die Lane hier ist halt komplett voll. Hier, er hier kann schon gar nicht mehr ablegen. Wir könnten höchstens sagen, die untersten 5 packen da rein. Quatsch, da rein. Ey. So, guck mal. Na, dann läuft das auch rein. Die arbeiten auch, ohne dass sie sich blockieren. Und selbst wenn, können wir mal 2 sagen. 2 packen auf die innere Seite. Und dann arbeitet hier alles. Tatsächlich. Tak, 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 tak. Und die äußere Seite, dann arbeiten hier alle.
Und es sind nicht ganz zwei volle Förderbänder rote, aber es ist besser als eben. Und theoretisch... stellen wir da nicht genug, nicht schnell genug Ziegel her. Aber da können wir auch noch ein mehr hinpacken. Oder wisst ihr was? Wir scheißen drauf. Ich verbrenne hier halt eh die ganze Zeit unsinnig Kohle. Ich brauche die Kohle gar nicht. Wir knabbeln mal eben einmal die Kohle hier oben ab. Naja. Ich warte mal einmal, bis die Kohle leer gelaufen ist. Und dann reiße ich das hier unten alles einmal ab. Und mache das auch mit den verbesserten Öfen. Guck mal, hier sind teilweise noch die ganz normalen Öfen. Das kannst du ja auch nicht, kannst du ja keinem erklären, warum das so ist. Ich nutze die kurze Pause, um mein Inventar aufzuräumen. Da kommt Koks hin. Ja. Hier kommt das Erz hin. Was können wir noch loswerden? Ja, die Industrieöfen brauchen wir dann gleich. Dann nehmen wir einmal unser Auto und packen da rein. Alles, was mit Kabeln zu tun hat. Und die Hälfte meiner Förderbänder. Dann ist das Inventar doch schon wieder einigermaßen aufgeräumt. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Weidmanns Heil, Sergeant Leon. Du darfst mir auch gratulieren. Ich gratuliere dir und dann gratulierst du mir. Du weißt, warum du mir gratulieren sollst, oder? Weißt du's? Leon, oder muss ich's dir erklären? Ah! Guck mal, das läuft, das läuft, das läuft. Ist das jetzt echt voll? Alter, guck mal, wir produzieren sogar genug grüne Chips jetzt gerade. Mehr grüne Chips stellen wir her, als wir verbrauchen. Das ist schon ziemlich gut. Allerdings will ich auch noch eine komplette grüne Lane und... oh. Verballern. Also einmal runter damit und dann brauche ich noch mal einmal eine grüne Lane. Wir nehmen erstmal die grüne Lane. Wobei, scheiß drauf, eins nach dem anderen. Wir forschen weiter, wir erforschen. So viele schöne Sachen, die wir erforschen können. Ist mir aber eigentlich alles relativ... Nehmen wir Biofuel erstmal von mir aus. Hauptsache, wir forschen weg. Eins nach dem anderen. Erst ein Projekt abschließen, bevor wir das nächste anfangen. Erst möchte ich jetzt oben einmal aufräumen. Das hier. Aber es ist noch sehr viel Kohle da. Und die Kohle muss halt tatsächlich erst einmal weg. Dann warten wir noch ein bisschen, bis das weg ist. Dann kümmern wir uns jetzt einmal um die roten Chips. Das hatten wir da hinten ja schon teilweise aufgebaut. 1 Million YouTube-Aufrufe. Das wäre hier ein Hinweis gewesen, mein Lieber. Ja, 1 fucking Million Aufrufe bei YouTube. Also dafür darfst du mir auf jeden Fall gratulieren. Digga, hättest du drauf kommen müssen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen in meinem Stolz verletzt. Aber nur ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es verkraften, vielleicht schicke ich dir einen Hitman auf den... auf den Kopf. Ich weiß es noch nicht, Leon. 1 fucking Million. Der Club der Millionäre quasi. So, guck mal hier. Tak, 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 tak. Das wird aufgebaut. Das wird aufgebaut. Das wird aufgebaut. Das wird aufgebaut. Sehr, sehr, sehr schön. Nee, das geht hier nicht rüber. Die nicht. Was denn da? Oh, Leon, so war das nicht gemeint. Herzlich Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Danke sehr. Nein, das freut mich halt wirklich. Das steckt echt... mittlerweile ganz schön viel Arbeit drin. Von daher, danke. Danke, my friendus Mendus. Den sparen wir uns einfach. Ja, also eben mich macht das glücklich. 1 fucking Million. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist schon nice.
So, Kupfer kann ich ohne Probleme anschließen. Kupfer haben wir überraschenderweise genug. Ich hätte gedacht, Kupfer ist ein Bottleneck hier unten, aber ist es gar nicht. Aber ich brauche halt eine frische Lane grüne Chips. Und da ist jetzt die Frage, ob ich das irgendwie von oben hole. Und ja, machen wir. Die grünen Chips kriege ich hier gerade so eben noch lang. Die zweite Lane. Holen wir. Dann gehen wir oben lang. Das passt. Also, grüne Chips von hier drüben. Ich kann auch unten lang gehen. Das wäre eigentlich auch irgendwie geiler. Ja, wir gehen auch unten lang. Komm her. Grüne Chips kommen mit. Grüne Chips gehen runter. Raketendruiden stelle ich gar nicht mehr her. Das kann ich eigentlich auch alles abreißen, aber vielleicht will ich irgendwann nochmal grüne Druiden haben, Raketendruiden haben und dann habe ich die Produktionskette da schon mal stehen. Gut, dann gehen wir hier rüber. Gehen hier runter, gehen hier lang. Hier wird es zu eng. Gehen hier runter. Gehen hier rüber. Klappt sogar, wow. Gehen hier hoch und hier rüber. Spaghetti live. 1000 Bit-Abzeichen, Bit-Abzeichen erhalten. Wow, das ist neu, oder? Ich kenne diese Abzeichen noch gar nicht. Danke dafür, Leon. Wie kommt es dazu? Ist das neu? Ist das das erste Mal, dass ich mitbekomme, dass jemand so ein Abzeichen bekommt? Was weiß ich denn? Ich bin nur der Streamer. Auf jeden Fall Glückwunsch. Guck mal, dann haben wir beide heute was Sinnvolles gemacht. Der geht rüber, der geht runter. Geht runter, geht runter. Und guck, dann sind wir quasi schon da. Hier muss ich die dann einmal aufteilen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das reicht. Da muss ich die beiden noch einmal aufteilen. Da muss ich die noch mal zusammenlaufen lassen. Und zwar, indem ich jetzt sage... Was muss ich denn, warte mal, muss ich den quasi kopieren? Ja, quasi, ja. Scheißegal, wir machen das so. Also, wir brauchen auf der unteren Seite den und den. So. Einmal, dann wird da produziert und dann lassen wir die beiden zusammenlaufen. Nach da, runter und rüber und dann haben wir das auch da. Und jetzt werden hier rote Chips produziert. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Zugbrücken erforschen wir. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir jetzt Dinge durcherforschen. Rest ist mir egal. Rest ist mir erstmal egal. Mehr Inventarplätze. Ne? Nee, gibt's schon länger, sobald man seine ersten 1000 Bits ausgegeben hat für dich. Och, das ist aber lieb. Das feiere ich. Das feiere ich. Guck, und schon läuft der Lux hier. Voll gut. Das ist doch schön. Das funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt mehr rote Chips. Und im besten Fall kommen jetzt sogar so viele rote Chips raus, dass die roten Chips hier oben volllaufen. Weil hier laufen jetzt quasi drei Anlagen rein. Ja. Bedarf immer noch nicht gedeckt, ne? Oder? Wir gucken mal eben rote Chips. Und hier rote Chips. Ja, auf pro Minute. 2300. Na doch, guck, wir stellen jetzt 2,4 her und verbrauchen 1,7. Das heißt, theoretisch müssten die hier gleich stacken. Wahrscheinlich müssen die nur einmal hier oben volllaufen. Ach ja, wir stellen hier oben Zentrifugen her. Ja, stimmt. Guckt's euch an. Da war ja was. Wir stellen für irgendeinen Scheiß brauchen wir Zentrifugen. Und zwar massig. Oh Gott, wofür war das denn nochmal? Für die lila Tech-Karten brauchen wir 226 Zentrifugen. 226 Zentrifugen. Jede Zentrifuge braucht 100 rote Chips. Das heißt, wir brauchen über 2500, knapp 2500 rote Chips.
Aber jetzt geht's hier mit der, guck mal, so schnell wie die jetzt hier durchflutschen, die roten Chips. Und sobald die Zentrifugen durch sind, stecken sich die roten Circuits dann auch relativ fix. Ist ja eine einmalige Sache, dass wir jetzt so viele Zentrifugen brauchen. Na, wenn die Kiste voll ist, dann haben wir keinen Bedarf mehr. Das ist ja keine Dauerproduktion hier. Und geht schön schnell. Guckt euch das an. Piu, und wieder 100. Und tschak, tschak, tschak. Und wieder 100. Die haben kaum Downtime. Richtig geil. Und wieder 100. Die haben keine Downtime. Die werden durchproduziert. Na, und wenn wir dann hier gleich 500 Stück in der Kiste haben, ist gut. Die anderen roten Chips hier werden gebraucht für unsere verbesserten Öfen. Das ist mir aber auch tatsächlich völlig egal. Die normalen hässlichen Öfen habe ich gerade auch gar nicht im Inventar. Das ist gut. Na, hier haben wir dann unsere Industrieöfen. Davon habe ich auch viel zu viel im Inventar, aber das wird sich auch gleich ändern. Ja, und es stackt hoch. Seht ihr das? Nicht viel. Aber es stackt sich langsam hoch. Und es wird, wie gesagt, besser, wenn die Zentrifugen fertig sind. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das ist doch gut. Sie arbeiten nicht alle hundertprozentig. Mach hier mal zweimal Produktivitätsmodule rein. Auch die arbeiten alle, die arbeiten auch alle. Doch, die arbeiten schon alle. Nur oben wollen die grünen Chips nicht ganz bis zum Ende kommen, aber das ist okay. Ja. Geil, das ist gut. Rote Chipsproduktion ist in Ordnung. Das haben wir gefixt. Dann gehen wir nochmal zurück. Also für euch nach da. Und dort gucken wir dann, dass wir... Ob die Kohle mittlerweile leer gelaufen ist. Wenn die Kohle leer gelaufen ist, kann ich das nämlich nochmal umdekorieren. Dann werden da die alten Öfen abgerissen und die Industrieöfen hier hingepackt. Spart nicht unbedingt Platz, aber spart Nerven. Ah, ein bisschen, guck mal, ist nicht mehr viel Kohle. Die ersten laufen hier schon leer hier oben. So lobe ich mir das. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir einmal Sand und Steine abknibbeln. Soll der Rest hier einmal verbraten werden und zu Glas gemacht werden. Die Steine einmal kurz leer geräumt werden. Zack, zack, zack. Wo bin ich jetzt hier? Sollen die das nochmal eben einmal kurz wegarbeiten? Und dann fangen wir an abzureißen. Hier ist ein scheiß Stein, da könnte Uran drin sein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. War kein Uran drin. Wir gucken hier oben nochmal. Kein Uran. Kein Uran, sehr gut. Okay, dann warten wir noch kurz, dass die ganzen Rohstoffe hier verschwinden und verbraucht werden. Wie viel Glas haben wir da drin? Ja, wir müssen auch kurz warten, bis das Glas weg ist. Geht aber fix. Seht ihr das? Gar kein Problem. Geht fix. Ich kann es vielleicht ein bisschen beschleunigen, indem ich... einmal so mache. Und dann einmal das Glas hier unten reinschmeiß. Und dann ist das auch gleich leer. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ethereus, 1 Million YouTube-Aufrufe. 1 Million Ethereus. Es sind 1 Million, es ist die große 7 vorne. Ich grüße dich. Glückwunsch, schiriere mir. Das ist deine Aufgabe. Glückwunsch, schiriere mir. Guck mal, das ist jetzt auch alles leer gelaufen. Das heißt, wir können hier einmal wegschnibbeln und wir können hier einmal wegschnibbeln. Laola, laola. Wir ficken die Paola. Gibt es einen deutschen Promi, der Paola heißt? Paola Reif oder so? Ja, oder? Paola? Heißt die Paola? Ich habe keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch Wumpe. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Wir haben 3 Ausgänge Sand. 1 Ausgang Steine. Bzzzt. Und wir wollen... Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Glas herstellen. Ja. Wie viele brauche ich jetzt hier, ist die Frage.
Wir fangen mit den Steinen an. Und ich brauche Steine für... Ich muss eben einmal gucken, wegen den Stone Tablets. Sind die hier drin? Nee, habe ich nicht noch Stone Tablets? Grüne Chips irgendwo, bitte. Nicht. Mein neues Rezept. Okay, wie viele habe ich in einer Reihe? 7, 14. Das heißt, wir haben hier 68 und hier haben wir 60. Und beide laufen mit 114 und 8. Ich bin halt überlegen, ob ich das komplett neu will hier. Ich überlege halt, ob wir den Teil auch nochmal neu aufbauen. Ja, machen wir. Bye bye Inventar. Wir machen das ja auch nochmal schöner. Ah, das wird eine ziemliche Sauaktion jetzt, ganz im Ernst. Gut, dafür knibbeln wir einmal ab Holz. Und wir knibbeln einmal ab Kupfer. Oder machen wir das hier nochmal? Hilft ja nichts. NVK Fighter 009, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wir sind hier am etwas umstrukturieren. Und jeder, der Factorio spielt und kennt und liebt, weiß, das ist immer eine ziemliche Kackaktion. Muss aber sein. Hin und wieder muss das sein. Wir können hier deutlich mehr rausholen. Vor allem haben wir hier noch so viel Platz, weißt du, vor allem hier. Da könnte man noch so viele grüne Chipsanlagen bauen, dass wir die vielleicht nicht so runterbauen, sondern so von links nach rechts. Muss auch gerade umbauen. Ja, ein Hoch auf die Bauroboter, die einem dabei helfen, ne? So, wir bauen eine Power Armor, das ist okay. Und wisst ihr, was ich machen muss? Ich muss mal in die Settings gehen, ich muss mal in das Interface gehen und ich muss Chat Message Delay von 2 Sekunden mal vielleicht auf 10 Sekunden wieder hochstellen. Das sorgt dafür, dass hier Nachrichten länger stehen. Da stehen nämlich manchmal wichtige Sachen, wie zum Beispiel, dass in einigen Stunden Solarangriffe auf unserem Planeten stattfinden. Und das habe ich beim letzten Mal einfach nicht mitbekommen und hatte dann irgendwie 4 oder 5 Sonnenstrahlen, die meine Basis gegrillt haben. Da muss man sich ein bisschen drauf vorbereiten, aber wenn du nicht mitbekommst, dass es passiert, kannst du dich dementsprechend nur sehr schlecht drauf vorbereiten. Okay. Ja, das hier machen wir auch nochmal neu. Hier sind noch sehr viele grüne Chips. Die nehmen wir da einmal raus und lassen einmal hier unten reinlaufen, weil ich hier den absolut höchsten mammutartigen Chipsverbrauch habe. Die sollen hier ruhig einmal kurz rauslaufen. Die brauche ich da mehr als hier oben. Vor allem habe ich hier auch noch ein volles. Okay. Guck mal, die bewegen sich kaum. Voll crazy. Gut. Okay, dann fangen wir an. Es muss sein. Und wir schnibbeln jetzt einmal Minimum das hier weg. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Aber los geht's. Ja. Rotzt mir das Inventar voll. Tut es einfach. Und dann macht hier oben direkt weiter. Und den reißen wir auch nochmal ab. Und das hier reißen wir auch nochmal ab. Das muss ich dann halt auch durchziehen. Ich darf mich jetzt nicht gleich mit anderen Projekten ablenken lassen. Weil das ist eins der Herzstücke unserer Basis hier. Wenn das nicht läuft, läuft eigentlich so gut wie gar nichts. Das müssen wir gleich wirklich wieder aufbauen. Ohne, dass ich es irgendwie vergesse oder hinauszögere oder sonst irgendwas mache.
Schön wäre, wenn die grünen Chips hier halt tatsächlich gleich nochmal einmal weg sind. Kein Holz soll darauf. Sag mal, willst du mich verarschen? Wehe. Holz, 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 Holz. Ja, wusste ich's doch. So. Grüne Chips da rein. Nichts anderes. Okay. Das ist das. Das ist das. Dann muss der hier auch weg. Plock. Plock. Nicht den Boden wegreißen. Das wäre jetzt echt unnötig. Sie reißen weg. Ich pack wieder hin. Okay. Dann das auch noch weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das wird wunderschön. Das wird richtig Spaß machen. Das wird richtig geil. Moin, moin. Aber dafür spielen wir ja Factorio. Okay. Ein paar grüne Chips sind ja noch drin, aber die gehen schnell weg. Hi, wenn du so groß baust, spielst du bestimmt mit Forschungsmultiplikator. Ja, 50, glaube ich. 50 oder 100. Ich glaube, es sind 50. Forschungsfaktor 50 müsste das sein. Und wir planen quasi, oder wir haben in der Vergangenheit alles mit roten Förderbändern, vollen roten Förderbändern geplant. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei den roten Forschungskarten 900 pro Minute, bei den grünen 900 pro Minute, bei den blauen 900 pro Minute. Dementsprechend groß haben wir das alles gebaut, das stimmt schon. Wenn man sich die Tech-Kartenproduktion zum Beispiel anguckt, ist das hier so die blaue Tech-Kartenproduktion, ne, hier, die sich aus den roten Tech-Karten hier speist und so. Wo ist eigentlich der Rest? Hier ist die grüne Tech-Kartenproduktion, die normale Tech-Kartenproduktion. Wo ist rot? Da über ist rot. Ja, ist aber alles, wie es halt so in Factorio läuft, alles ein bisschen eng beieinander. Außerdem muss das auch mal oben da aufhören. Nehmt's weg. So. Und dann nehmen wir den hier auch mal einmal weg. Bis nach hier unten. Und dann muss das alles einmal neu aufgebaut werden. Das sind jetzt nur die grünen Chips. Ich möchte so viele grüne Chips wie möglich hier auf diesen... in diesen Abschnitt meiner Basis produzieren. Von hier oben kommen immer so ein paar einzelne angetorkelt, das ist okay, um die geht's nicht. Die werden einfach dem System hinzugefügt, die entstehen in einer ganz anderen Ecke meiner Basis, um die geht's jetzt hier nicht. Es geht um die hier. Das weg, das weg. Warum bewegt sich hier so wenig? Ah, weil kein Kupfer mehr ankommt. Weil kein Kupfer mehr ankommt, werden keine roten Chips mehr produziert. Weil keine roten Chips mehr produziert werden, werden die grünen Chips nicht weggeknuspert. Das heißt, ich muss mal ganz kurz meine Kupferplatten da hinten hinschmeißen. Macht Sinn. Macht Sinn. So, laufen wir hier einmal durch. Genau, und hier unten steht es halt still, ne? Ja. Lassen wir die wieder arbeiten. Sieht das wieder besser aus. Haben noch ein paar Kupferplatten. Ich warte mal einen ganz kleinen Moment, bis sie hier ein paar Kupferplatten weggearbeitet haben. Boing, boing, boing. Dann kann ich wieder einige reinschmeißen, wieder einige reinschmeißen, wieder einige reinschmeißen. So, warten wir kurz, bis die Kupferplatten weg sind. Geht ja relativ fix. Dann bin ich mal gespannt, wie du genügend Ressourcen von den anderen Planeten nach Nauvis bekommst. Oh, ich habe keine Ahnung. Auf anderen Planeten war ich noch gar nicht. Ich bin froh, wenn ich dir eine Rakete in den Himmel schießt, du. Aber gespannt sind wir alle. Gespannt bin ich auch, ja. Gespannt bin ich auch. So, point, 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 point. Kupfer gleich weg, Kupfer gut, Kupfer weg, ja. Je mehr Kupfer ich hier halt reinschmeiße, desto mehr grüne Chips werden verbraucht und die müssen halt mal ganz kurz aus dem Lagerhaus da hinten raus. Ist super spannend, ich weiß. Und sonst so, wie geht's euch? Gratuliert mir, 1 Million YouTube-Aufrufe. Tutorials, Mod-Vorstellungen und was ich nicht alles schon für Scheiß auf YouTube gemacht habe. Und Sonntag, Leute, Sonntag haben wir das Fisch-Estate. Das wird dann quasi mein 1 Million View-Special. Dann gönnen wir uns Ekelfisch. Sörström, diese Woche Sonntag. Ich weiß noch nicht, ob ich es livestream oder nur als YouTube-Video mache oder so. Ich glaube, im Wald werde ich halt realistisch kein Netz haben. Ich glaube, ich kann es nicht als Livestream machen, leider.
Von daher denke ich mal, wird das Ganze dann auf YouTube landen. Kupferplatten, Kupferplatten. Guck mal, jetzt ist gerade verbuggt. Seht ihr das? Ich schmeiße angeblich, seht ihr das hier? Ich schmeiße angeblich überall Kupferplatten rein, aber die Kupferplatten in meinem Inventar reduzieren sich nicht. Das ist strange. Oder habe ich in der Logistik irgendwie noch Kupferplatten? Ja, schön. Verdammt. Ich will den ganzen Zeug, das ganze Zeug eigentlich nicht drin haben. Gut, bisschen brauchen wir noch. Ja, wir haben es auch gleich geschafft. Ich hätte hier auch einfach ein Lagerhaus hinstellen können, ist mir auch klar. Wäre schneller gegangen. Aber wie sagte der liebe Gott schon, für Erkenntnisse ist nie zu spät, dann machen wir das jetzt wenigstens. So, ich habe ja sogar alles im Inventar, muss nichts produzieren. Machen so und hier. Boop. Die grünen Chips müssten dann soweit eigentlich auch ganz gut leer sein. Viel dürfte da jetzt nicht mehr im Lagerhaus stecken. Hoffe ich. Hoffe ich. Ne, guck, hier kommen die letzten grünen Chips an. Dann hat wenigstens der Teil vom Plan perfekt geklappt. Gut. Gut, gut, gut. Hauen wir das weg. Hier in der Mitte liegen noch grüne Chips. Ich weiß nicht warum. Aber das heißt, das Lagerhaus müsste durch sein. Ja. Dann nehmen wir den einmal weg. Nehmen die einmal mit. Und schmeißen die letzten grünen Chips jetzt hier nochmal rein. Und dann können wir das gleich auch abreißen. So. Und weg ist der Mist hier. Moin, moin. So, und wir haben Platz. Oh mein Gott. So, geschafft. Das kommt alles weg. Zack, 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 zack. Wie viel wir hier unten Platz brauchen, weiß ich noch nicht. Das gucken wir uns gleich an. Bis hierhin dürfen wir auf jeden Fall gehen. So, und jetzt geht es darum, das wieder aufzubauen. Das wird richtig scheiße. Das wird richtig scheiße, Rüdix. Grüß dich. Auch du darfst mir Glück wünschen, genau wie Mr. Gabel. 1 Million YouTube-Aufrufe. Wir haben also Grund zu feiern. Das schnibbel ich auch nochmal eben weg hier. Weg, 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 weg. Brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht. Jetzt geht's los. Also. Stopp. Ich will nur das hier weg haben. Kein Uran. Kein Uran. Kein Uran. Kein Uran. Gut. Also, meine lieben Leute, also, wie machen wir das? Normale grüne Chips. Ja. Für 900, für ein rotes Förderband. Das ist nur ein halbes rotes Förderband. 900 grüne Chips pro Minute. Brauchen wir 10 Montagemaschinen, die aus 15 Kupferdingern hergestellt werden. So, das hatten wir ja als Blaupause, das ist ja nicht das Problem. Ich bin der Meinung, das habe ich sogar, schlau wie ich bin, habe ich es natürlich nicht abgespeichert. Ist aber auch nicht schlimm, das ist quasi, nicht nur quasi, das ist ganz genau dieser Aufbau hier. Da haben wir dann 8 Stück, wir brauchen aber 10, wir rechnen mit 10, also. Da noch ein obendrauf. Dann einmal abreißen. Und zwar die normalen Strommasten. Die können weg. Und dann ist gut.
Was Mission? Wieder Verkrassure 2? Ah, du hast. Da hast du verkackt. Warum? Weil ich das nicht immer im Blaupausenbuch habe? Yes, yes, yes. So, das ist abgedeckt. Dann kommt da. Da. Da und da der nächste hin. Und dann kommt da, da und da der nächste hin. So, das funktioniert. Ganz im Ernst, dann kann ich die aber auch dahin machen. Dahin machen. Und dahin machen. Genau. So haben wir das. Zack, zack, zack. Alles abgedeckt. Das ist gut. Und dann haben wir halt 10 Stück. 10 mal grüne Chips. So, das ist jetzt 900, also ein halbes rotes pro Minute. Das heißt, zweimal das Ganze haben wir ein rotes. Dann brauchen wir aber rote Förderbänder 0,75, das Ganze doppelt, das sind 1,5. Das heißt, ich krieg nicht 10 in eine Reihe. Das heißt, anders gesagt, jede Lane braucht schon ihren eigenen Kupferzulauf. Eigentlich nur 0,75. Aber das heißt, den hier kann ich nicht so ziehen. Die müssen so aussehen. Da fiel eine böse Kupfermaschine. Und sie fehlt auch überall. Ja, du hast völlig recht. Moment. Ach so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Moment. Nein! Nein! Okay, nochmal. Nochmal. Das ist richtig, aber... Das muss quasi so aussehen. Und das ist tatsächlich eigentlich scheißegal. Ich kann es so machen. Ne, zack, 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 zack. Der noch dahin und dann passt das wieder. So, alles hat Strom, alles gut. Alles Förderband. Kupfer rein, stopp. Kupfer rein, stopp. Grüne Chips kommen raus und dieses Förderband muss von oben nach unten. Und dann haben wir es. Das ist unsere Blaupause. Mit der arbeiten wir. Jetzt ist aber halt die Sache, wo ich das hinbekommen möchte. Ich speichere das Ding erstmal einmal ab. Als... Grüne Chips. Aus. Wo ist das Holz? Scheiße, wir machen aus Baum. Super, Blaupause hier. Und dem Ganzen geben wir dann die Blaupause speichern. So, grüne Chips aus Holz haben wir dann einmal. Und dann machen wir quasi genau dasselbe. Das ist aber dieselbe Blaupause aus Stein, glaube ich. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte eine neue Blaupause, die nennen wir grüne Chips. Die nennen wir grüne Chips aus 900 möchte ich davon herstellen pro Minute. Und zwar aus Steinen. Dann ist das gleich. Und wir brauchen ein halbes Förderband. Zweieinhalb Maschinen. Das heißt, wenn wir eine Doppellane verballern wollen, 5 Maschinen, die Stone Tablets herstellen. Da möchte ich hin. Okay. Gut. Die letzte Frage, die ich jetzt halt mir selber stelle, ist... wo wir das Ganze machen. Weil Platz habe ich hier. Platz habe ich hier. Das ist nicht das Problem. Am Platz soll es nicht mangeln. Ich kann die Kupferkabel hier unten lang führen. Und dann haben wir hier massig, massig, massig Platz. So. Wir müssen kurz warten, bis das alles weg ist.
Und dann muss ich gucken, wie viele Steine und so weiter ich da oben hergestellt bekomme. Aber Steine sind nicht das Problem. Steine ist da oben alles voll. Das geht schon. Helft dem Peschmerger da unten auch nochmal, bitte. Ja, 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 ja. Danke. Bringen wir das einmal zur Seite und dann können wir anfangen zu arbeiten. 50 Minuten, mal gucken, ob wir das jetzt noch in 10 Minuten ungefähr aufgebaut bekommen. Wird ein bisschen knapp. Zur Not machen wir das im nächsten Part, geht schon. Ah, doch nicht alles mitbekommen hier. Gut, nochmal rüber gelaufen. Dann haben wir es gleich. Okilidokli. So, jetzt können wir hier richtig arbeiten. Also, wir haben Greenhäuser brauchen wir. 67,5. Das sind, ich habe hier 60. Das reicht dementsprechend nicht. Deshalb muss da noch ein bisschen von darüber. 72. Das heißt, diese drei hier, diese drei versorgen alleine grüne Chips. Diese drei hier, das sind 72, ich bräuchte aber nur, habe ich gesagt, 67. Das heißt, ich habe Überproduktion von Holz. Das heißt aber, dass diese drei, das heißt aber auch, dass wir die hier nicht brauchen. Warte. Oh, das wird mit dem Holz jetzt auch ein Problem. Warte, das brauchen wir nicht. Den hier brauchen wir da hinten auch nicht. Den brauchen wir auch nicht. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nur 5 Stück. 5 Reihen. 4, 5. Der auch noch. Das heißt, gut, der kommt da noch mit rüber. Der... Und der. Zack, zack, zack. Dann kommt es von da. Geht rein, geht rein, geht rein. Geht rein. Komm raus. Dann splitten wir 3 auf 4. Das müsste aber reichen. Von den Förderbändern her sind das 1,5. Das heißt, 3 reichen. 3 Förderbänder brauchen wir für 20 Stück. 20 Stück. Da muss ich auch nicht auf 4 balancen eigentlich. Dann kann ich mir das ja sogar sparen. Wenn ich den geradeaus rüberlaufen lasse. Ups. So. Bullshit. Wenn ich den nach oben laufen lasse. Jetzt mal ganz systematisch. Der läuft oben rein. Ne, der darf da bleiben. So, der läuft oben rein. Der läuft da rein. Dann ist der noch nicht angeschlossen, aber den schließen wir so an. Dann läuft der da rein und dann kommt der hier raus. Dann habe ich 3 balanced. Jetzt müsste das klappen. Wir haben jetzt hier 72 Stück. Check. Die sind alle da. 72 Stück werden runter reduziert auf 3 volle. Und wir brauchen 3 volle für 20 mal grüne Chips. Das heißt, ich brauche mal eine Blaupause.
Blaupause, Buch. Ich brauche dieses Ding hier. Das sind 10 Stück. Die brauche ich zweimal. Die brauche ich zweimal. Und die brauchen zusammen 1,5 mal Kupfer. Puh, puh, puh. So. Brauchen die 1,5 Kupfer Lanes? Ja, ne? 2x0,75. Sehe ich jetzt nicht, aber waren 0,75. 2x0,75 sind 1,5. Das heißt, noch 2x sind 3. 2x1,5 sind 3. Das heißt, 4 dieser Blöcke brauchen 3 Kupfer Lanes. Das heißt, ich möchte 4 davon bauen. Da ich aber nur 2 mit Holz baue, muss ich 2x Holz und 2x Stein nebeneinander packen. Dann beginne ich mit. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber meine Gedanken machen so unglaublich viel Sinn, Leute. Dieser Blaupause hier. Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie hinhaben will. Ich muss das Ding 4-mal nebeneinander bauen. 1, 2, 3, 4. So ein Ding wird das. Und den kann ich dann im Grunde nehmen. Kann den einmal abschnibbeln. Den brauche ich tatsächlich da unten nicht rumliegen. Den auch nicht. Erstmal. Nimm mir den weg. Komm. Gut, das heißt, zack, zack, zack. Ich könnte den. Hier irgendwo hin tun. Das kommt von der Breite eigentlich ganz gut hin. Ungefähr so hier. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht nicht besser ist, wenn ich so mache. Genau, 2 Blöcke mit Holz und den Rest mit Stein, genau. Und das heißt, ich will einen Viererblock haben, wo 2-2 geteilt ist. 2x Holz, 2x Stein. Jetzt überlege ich halt nur, wo ich den hinpacken will. Ich habe halt diesen ganzen Platz, wie das logistisch am meisten Sinn macht. Und optisch natürlich. Wir könnten das hier drüben hinpacken. Da muss das Kupfer von unten rein. Ich könnte es auch von oben reinleiten. Ich glaube, ich will alles von oben reinleiten. Ich lasse Kupfer, Steine und Holz von oben reinleiten. Das heißt, ich brauche oben ein bisschen Platz. Das heißt, ich könnte so ungefähr hier hingehen und hier eine reinmachen. Ja, das ist gut. Das ist mir, ich weiß, was ich mache. So, wir fangen einmal an. Kann sein, dass der Block gleich nochmal umzieht, aber fürs Erste soll er mal hier hin. Diese Kupferlane hier kann dann nämlich weg und kommt stattdessen hier hin. Machen wir gleich. Wichtig ist, dass ich hier nochmal Kupfer anschließe. Sonst werden keine Greifarme gebaut. So, dann haben wir. Jetzt weiß ich wieder, warum ich dann den Balancer hatte. Natürlich. Ich brauche zwar nur 3x Holz, aber ich habe hier 4 Inputs. Das heißt, ich brauche auch. Ja, da macht ein Balancer tatsächlich Sinn. Der gute alte 4x4 Balancer macht Sinn. Ich könnte auch ein Warenhaus benutzen und darüber wieder balancen. Das macht, glaube ich, vom Platz her aber auch nicht so viel mehr Sinn. 4x4, wo bist du? Ich kann auch 3 auf 4 nehmen, aber 4 auf 3 nehmen. 3 auf 4, so rum. Der ist aber irgendwie auch, der ist einfach hässlicher. Wir nehmen den 4 auf 4.
4 auf 4 ist schöner. Guck mal, dann machen wir so. Poink, poink, poink. Lassen den hier reinlaufen, lassen den hier reinlaufen. Haben das jetzt aufgeteilt. Und dann brauchen wir einmal Holz hier. Einmal Holz hier. Und dann sind diese ganzen Förderbänder hier falsch rum. Und dann brauchen wir einmal Holz dort und einmal Holz hier. Check, check, check. Und dann kommen hier gleich Steinplatten rein. So. Kupfer rein, passt. Jetzt brauchen wir hier Stein. Wie viel Stein brauchen wir? Wir haben gesagt, für die Steindinger brauchen wir 0,5 für 10. Das heißt, zweimal ist ein voller Belt. Das heißt, fünf Maschinen Stein-Tablets. Ich soll einfach ausrechnen, wie viel ich insgesamt noch brauche. Also, hier haben wir noch zwei Lane. Das macht 20. 20. Den nochmal daneben macht 60. Und das Ganze nochmal gespiegelt unten macht 120, macht 140. Keine Ahnung, ob das hinkommt. Wir gucken mal. Das würde sagen 140. Also, dass wir sagen, wir wollen richtig viele herstellen und haben hier von 140. 140 Montagemaschinen. Dann bräuchte ich 7 Belt Stone Tablets. Kannst du mir Nachhilfestunde geben in Mathe? Ah, ja, guck zu und lerne. Gucke zu und lerne, vor allem aus meinen Fehlern. 140 Montagemaschinen. Dann brauchen wir 35 Montagemaschinen, die Stone Tablets herstellen. Dann brauchen wir 1,7 mal Stone Bricks. Und da ist nämlich die große Frage. 42 Industriemaschinen, die 3,5 Belts Steine verbraten. Pro Minute. Das ist schon viel. Pass auf, das Ding ist, ich habe Holz ist fertig. Holz ist check. Und jetzt überlege ich, wie viele grüne Chips ich hier unten noch hinbekomme. Und das wird ungefähr, ich mache das jetzt nur mal so Pi mal Daumen, das wird dann ungefähr so aussehen. Hier nochmal einen Steinblock ran. Dann habe ich 10, 20 mal Holz. Dann habe ich 10, 20, 30, 40. 40 mal Steintablets. Ja. Genau. Das ist jetzt ein 10er, 20, 30. Das ist ein 40er Block. Das heißt 40. Es wäre leichter, wenn ich das nicht mit Holz machen würde, tatsächlich. Aber egal, ich habe die Holzdinger. Jetzt ist es scheißegal. Also 10, 20. Nee, warte, so siehst du das nicht mit der Kamera. Hier. 10, 20 mit Holz. Dann haben wir 10, 20, 30, 40 mit Stein. Das reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich will nicht 40 mal Stein grüne Chips herstellen, sondern ich will 140 mal grüne Chips aus Stein herstellen. Für 7 volle Belts, was überzogen ist, aber scheißegal. Okay? Das heißt, ich brauche insgesamt 14 Lanes, also 14 hier solche Blöcke. Ich brauche 14 von diesen Blöcken. Hier oben habe ich jetzt nochmal 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier oben noch einer hin, dann sind wir 4, dann haben wir 5, dann haben wir 6. Noch einen hin,
6 sollen erstmal reichen. Dann haben wir hier jetzt 6 und unten kommen 8 hin. 6 und 8 sind 14. Ja. 6 und 8 sind 14. Das heißt, ich nehme diesen Block dann nochmal und drehe den einmal hier unten hin. Ungefähr so hier hin. Dass die grünen Chips alle in die Mitte rausgelaufen kommen. Das ist der ganze Plan. So, und um das zu verwirklichen, brauche ich aber, und da muss ich erstmal oben anfangen, genug Stein-Tablets. Und diese Stein-Tablets möchte ich jetzt gerne irgendwie herstellen. Und zwar müssen wir das hier oben irgendwie machen. Das Problem dabei ist, dass ich hier dieses Kack-Förderband habe, was mich halt extrem tiltet. Das knipse ich mal hier oben ab und lasse den Rest mal eben in ein Lagerhaus packen. Dass ich das Förderband hier gleich abreißen kann, weil das ist voll im Weg. Dann müssen da oben genug Steine entstehen. Mit den Steinen kann ich dann die Stone-Tablets herstellen. Mit den Stone-Tablets machen wir dann die Schallkreise. So, hier machen wir das mal einmal kurz. Dann machen wir einmal pop, pop, pop. Packt man das mal eben weg. Ja, okay, das dauert so lange. Machen wir so. Jetzt läuft das hier einmal kurz rein. Ich hoffe, ein Lagerhaus reicht. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Ja, ein Lagerhaus reicht, glaube ich, nicht, oder? Wie schnell läufst du? Doch, das reicht. Das reicht. Guck, jetzt kann ich das hier nämlich alles schon mal wegreißen. Bis nach da reicht ja erstmal. So, das kommt auch noch weg. Gut. Also, ich weiß gar nicht, ob ich hier oben genug Stein habe. Es kann sein, dass ich auch noch mehr Crusher brauche, um den... Weil das Steinfeld hier ist schon gut bedient. Ne? Ich habe hier halt auch noch überall Stein rumliegen. Ich muss das nur gut machen. Das Glas hier werden wir auch nochmal abreißen. Schluss, 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 Schluss. Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Das muss ich halt alles neu designen. Weil die Kohle brauchen wir dann hier halt auch nicht mehr. Kann alles weg. Ja, wie gesagt, das ist halt viel zum Redesign. Hier ist jetzt Glas drin. Ich muss einmal kurz gucken, wo das Glas hingeht und warum das gerade nicht verbraucht wird. Ich glaube, das wird für die Silikonteile gebraucht. Für die elektrischen Komponenten oder wie die Dinger heißen. Müsste eigentlich so sein. Genau. Wird eigentlich hier benutzt. Hier ist aber jetzt schon voll, deshalb machen wir... So. Darf das da einmal reinlaufen. Bzzzt, dass das ganze Glas auch einmal kurz leer läuft. Weil ich muss halt großflächig da oben größer bauen. Weil wir halt andere Öfen benutzen und so. Da müssen wir halt gleich ein bisschen Zahlen schubsen. Wir sind bei einer Stunde, 8 Minuten. Das ist eigentlich schon lang genug für einen Part. Wir sind mitten in den Bauarbeiten, eigentlich mache ich da immer ungern Feierabend, aber um zu sehen, ob die Feierabend passen oder nicht, das gucken wir uns dann im nächsten Part gemeinsam an. Anders geht's nicht. Und ich werde einmal ganz kurz den Stream aus und wieder anmachen, liebe Leute, weil meine Anzeige hier unten ein bisschen verbuggt ist in meiner Stream-Software, das stört mich schon die ganze Zeit. Von daher nicht wundern, ich mache den Stream einmal kurz aus und dann gleich wieder an, wir sind aber sofort wieder am Start. Ja? Also nicht weglaufen, es geht sofort weiter. Danke fürs Zuschauen, auf die nächste Million. Bis gleich.